Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal ist es ein Shop-Video geworden und bevor ihr dieses Video guckt, bitte lasst ein Abo da, denn bei 200 Abos kommt ein fettes Abo-Special. Also abonniert mal gerne, würde mich sehr freuen. Über ein Like würde ich mich auch freuen. Wenn wir 10 Likes schaffen, würde mich sehr freuen. Eine kleine Info am Rande noch, und zwar könnt gerne jetzt immer in die Kommentare schreiben, falls ihr eine Laserclan-Bewerbung gemacht habt, dass ihr eine Bewerbung gemacht habt, und dann schreibt ihr am besten im Videotitel Hashtag Laserclan und Hashtag Laser Omega Laser 009. So, wenn ihr das gemacht habt, würde mich sehr freuen. Und ja, dann geht das Shop-Video auch jetzt los. Im Shop hier ist aus einem Neo-Jäger-Set ein neuer Skin. Veresa oder so. Ja, Versa. Eigentlich ganz cooler Skin. Dann Aether. Eigentlich auch ganz cooler Skin. Mit dem Backpack. Und dann die Spitzhacke. Eigentlich auch ganz cool. Der Hängegleiter. Ja, geht auch. Dann ist hier ein richtig geiler Skin drin. Und zwar John Wick mit dem nicesten Stil der Welt. Das ist wirklich mal absolut geiler Skin. Ja, was soll man noch mehr sagen? Sieht halt absolut geil aus. Backpack geht eigentlich. Dann dieser Vorschlaghammer, eigentlich auch ganz witzig. Assassine, ganz cool eigentlich. Tiefseeschrecken, eigentlich ganz geil. Also ich finde das Backpack erst recht ganz geil, irgendwie von den Tiefseeschrecken. Rote Verteidigerin geht eigentlich auch, das Skin. Chromatik als Lackierung, eigentlich auch ganz geil. Auf großem Fuß, ist eigentlich ganz witzig. Eisbrecher, da fand ich den Sound eigentlich relativ nice. Und Lufthorn. Jo, und das war es eigentlich auch mit dem Shop-Video. Eine Sache wollte ich aber noch sagen, und zwar, ich habe irgendwie in letzter Zeit nicht so richtig Bock auf Fortnite. Also falls ihr Bock habt, irgendwie mal ein anderes Video zu sehen. Ich meine, ein anderes, wie heißt es? Um einfach mal ein anderes Format am Video zu sehen oder ein anderes Spiel. Lasst es mich gerne wissen. Ich spiele nämlich zurzeit gerade eigentlich relativ sehr viel CSGO und League of Legends, aber dass ich das nicht so gut streamen lässt, oder eigentlich schon, aber ich nicht die Voraussetzungen mit dem Laptop dafür habe. Ja. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, ciao.